Stadt Stadionexil zum ersten Mal seit 3 Jahren wieder Heimspiel in Krefeld für den KFC Uerdingen. Nicht in der Grotenburg, sondern in der Huber-Turben-Kampfbahn. Gegner ist der Lohhausener SV in Runde 1 des Niederrhein-Pokals gegen den weißgekleideten Bezirksligisten. Soll es klappen mit Sieg 1 in dieser Saison? Der Tabellenletzte der Regionalliga West, zuletzt mit 3 Unentschieden. Also ein leichter Aufwärtstrend beim KFC. Und doch sind es die Gäste, die die ersten Aktionen haben. Niklas Macher macht da fast das 1:0 per Kopf für Lohhausen. Und auch bei denen läuft es in der Liga nur so semi. Gerade mal 4 Punkte haben die auf dem Konto. Und wenn so die Chancenverwertung aussieht, dann wird der Kontoauszug in naher Zukunft auch nicht länger. Und apropos Chancenverwertung, die ist beim KFC Uerdingen heute on point. Erster Versuch, 1:0. Charles Azina nimmt Lohhausen den Stift aus der Hand, mit dem sie gerade eigene Paragraphen ins Pokalgesetzbuch schreiben wollten. Trotzdem bleibt die Partie eine Begegnung auf Augenhöhe. Kurz vor der Pause dann Elfmeter Uerdingen. Diskussion bei Lohhausen, allerdings in der Wiederholung. Gut zu erkennen, hier das Handspiel, richtige Entscheidung. Es geht ins Duell. Connor Glossek gegen Robin Lörgodenschweig. 2:0 KFC Uerdingen. 1 Minute vor der Pause, ein Schlag ins Gesicht für den Bezirksligisten, der sich davon erstmal erholen muss. Ein mental wichtiger Zeitpunkt für die doppelte Führung. Zu Beginn von Durchgang 2 wieder der KFC. Glossek schickt Jeboa auf die Reise. Jeboa, 3:0 Uerdingen. 2 Minuten nach Wiederanpfiff klingelt's. Das ging fix, ungefähr so fix wie Jeboa da auf den Beinen unterwegs ist. Lörgodenschweig will die Schranke spielen, seine Beine geben stattdessen den Durchfahrtstunnel. Uerdingen macht genauso weiter. 4:0 Chrysant Malek. 63. Minute, jetzt wird's deutlich. Uerdingen in Hälfte 2 mit kompletter Kontrolle. Und die stecken nicht auf, es geht weiter Richtung nächstes Tor und Richtung Lionel Cariata. Der probiert da aber eher die Fans hinterm Tor abzuschießen. Dann darf Connor Glossek seine Klasse im Solo zeigen, legt auf für Malek. Doch statt Doppelpack, super Reaktion von Robin Lörgodenschweig. Und das war's dann. 4:0 der Endstand. Lohhausen hat sich stark präsentiert und trotzdem zieht Uerdingen am Ende souverän in die nächste Runde ein und darf sich dann auch von den eigenen Fans feiern lassen. Ja, ob das jetzt ein Gegner tiefer oder höher spielt, spielt eigentlich im Pokal keine große Rolle, wie ich finde, weil Pokalfights sind immer sehr schwer, man muss sich auf den Gegner immer vorbereiten, man hat relativ wenig Informationen über ihn. Das ist unser erster gemeinsamer Sieg mit dieser Mannschaft, mit diesem Kader und wir freuen uns natürlich. Ich finde, wir haben ein gutes Spiel geliefert, wir hatten ein paar Tore mehr schießen können, aber ich glaube, ein 4:0 ist sicherlich in Ordnung und wir gehen unseren Weg weiter und bereiten uns auf den Samstag auf Uerdinghausen vor. Bei Lohhausen gibt es dann noch Erinnerungsfotos an diesen Tag.